So, heute aus gegebenem Anlass mal wieder ein Thema aus dem Bereich des BDSM. Es geht um das Thema Cuckold oder Cuckolding. Ja, das ist sehr speziell, aber ich hatte gerade neulich wieder eine Anfrage. Und zwar ist das eben eine extreme Form, sage ich mal, eine extreme Spielweise, wenn es darum geht, im Grunde seinen Partner zu verleihen oder weiterzureichen, zur Verfügung zu stellen an andere Sexualpartner. Das einfach nur mal zu den Inhalten. Aber es geht mir darum, wie du in einer Beziehung es angehen kannst, deinen Partner, deine Partnerin, ich sag mal, damit zu konfrontieren, wenn du plötzlich an dir feststellst, dass du ganz andere Fantasien hast und dass dir das, was du hast, eigentlich nicht mehr reicht. Und wie du das thematisieren kannst, ohne zu verprellen, ohne zu schocken, ohne, also im Grunde echt wirklich konstruktiv, dass du etwas erreichen kannst. Und auch hier gilt wie immer das Thema Ehrlichkeit, Offenheit, dass du dich mitteilst und Fragen zulässt und bedräng deinen Partner nicht, deine Partnerin nicht, sondern gib ihr Zeit und Raum. Ermögliche ihr, dass sie sich mit diesem Thema, das ja vielleicht völlig neu ist, auseinandersetzt und anfreundet und überhaupt etwas darüber erfährt. Signalisiere Bereitschaft, dass du dich mitteilst, dass du erklärst, wenn Fragen aufkommen. Ja, das ist einfach ganz wichtig, gerade in solchen, sag ich mal, etwas spezielleren Bereichen der Sexualität, dass du mehr denn je da offen bist und respektvoll im Umgang miteinander. Wenn du weitere Infos haben willst zu diesem Thema, dann schick mir ein Follow, buche meinen Kanal, schick mir ein Like, stell Fragen, kommentiere. Ich bin so offen und so gespannt und freue mich auf dich. Tschüss.